Heute sind wir in Xalon, Jalon, und ich zeige den Stellplatz bzw. Parkplatz. Die Stadt und den bekannten Floh- und Antiquitätenmarkt und zum Schluss die Anfahrt. Hallo und willkommen. Ich bin Freisteh Heidi. Hier findet der bekannte Floh- und Antiquitätenmarkt jeden Samstag statt. Auf der anderen Straßenseite der Stell- und Parkplatz. Und in direkter Nachbarschaft ein Supermarkt. Der Stellplatz kostet 3 Euro, die vom Eigentümer täglich kassiert werden. Bei ihm kann man auch Wasser tanken und entsorgen. Das habe ich aber nicht ausprobiert. Auf dem Hügel direkt hinter dem Stellplatz ist ein Freizeitgelände mit Spielgeräten für die Kleinen. Schön angelegt. Ein Blick über die Stadt. Ich habe auch einige Wanderer gesehen, denen es hier gut gefällt. Die gemütliche Kleinstadt. Am Ortsende gegenüber der Tankstelle im Baustoffgeschäft kann man Gasflaschen tauschen. Der Flohmarkt und Antiquitätenmarkt ist sehr bekannt und beliebt. Jeden Samstag ist hier Ausnahmezustand und das kleine Städtchen platzt fast aus allen Nähten. Wenn möglich, einfach schon einen Tag vorher anreisen. Dann entfällt auch die Parkplatzsuche. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Und jetzt die Anfahrt von Kalbe kommend. Von der N332 links abbiegen auf die CV 750 Richtung Salon. Im Kreisverkehr gerade. Bitte in 300 Metern rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Am nächsten Kreisverkehr links. Jetzt gerade und schon sind wir da. Danke für den Besuch. Ich hoffe, es hat gefallen. Adios, goodbye, gute.